Ich habe mir heute die erste Tür vom LKW geschnappt, habe die mit zu mir nach Hause genommen und werde die jetzt nochmal zweifarbig gestalten. Hat folgenden Hintergrund: Der LKW, die Kabine ist ja innen so gräulich, mausgrau hätte ich fast gesagt. Die alten Türen oder die Türen vorher, als sie vorher lackiert waren, hatten halt auch irgendwann dann den Umschwung von der roten Außenfarbe auf das Grau im Inneren. Das muss ich natürlich jetzt bei den blauen Türen auch wieder hinkriegen. Ich werde es ein bisschen anders gestalten. Ich habe das letzten Endes hier dann abgeklebt an der Kante, dass ich dann also diesen Bereich hier grau mache und das andere bleibt alles blau. Vorher war es so, dass im Prinzip hier, wo die Türdichtgummi, wo das Türdichtgummi gesessen hat, da der Umbruch irgendwo gewesen ist. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken, weil diese Türen halt auch nicht so hundertprozentig schließen, dass man eventuell von außen da ein Stück weit reingucken kann in dem Türgummi vorbei und dann von innen oder von außen sogar dann schon das Graue aus dem Inneren heraus sieht. Zusätzlich ist hier oben auch dann nochmal ein Türanschlaggummi und auch an der Kante wird es eigentlich erst blau nach außen oder wird es blau nach außen und das Gräuliche nach innen. Deswegen verlege ich die Kante im Prinzip hier in diesem Bereich, dass ich das da letzten Endes abklebe. Ich hoffe, das passt so ganz gut. Ich bin soweit fertig mit dem Abkleben. Ich werde das jetzt auch gleich nur mit der Dose lackieren, weil das ist ja auch nur der Innenraum und die einzig sichtbaren Bereiche werden dann letzten Endes wirklich hier oben der Scheibenrahmen wird das sein, was da hinten dann letzten Endes auch wieder ein Stück weit rumgeht. Ab hier unten ist dann alles Türverkleidung und da sieht man alles nicht mehr. Und ich denke, mit der Dose, das sollte einfach reichen. Ist jetzt soweit abgeklebt. Hier vorne im Tür- oder im Fensterausschnitt sicherlich nicht so besonders sauber, aber da wird von innen auch ein schwarzer Rahmen reingeschraubt und das sieht man dann alles gar nicht mehr hinterher. Okay, zwei Schichten Farbe sind drauf. Ich denke, das sollte so reichen. Das kann jetzt erstmal trocknen. Gestern hatte ich ja erzählt, dass ich die Tür von innen halt in dem beige-grau machen würde, wie der LKW dann ja auch vom Innenraum her wird. Hat nicht ganz so hundertprozentig funktioniert. Irgendwo ist das Klebeband, habe ich es wahrscheinlich nicht sauber genug angedrückt. Man kann es hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehen. Das ist ein bisschen fransig geworden. Vielleicht mit ein bisschen Politur nochmal drüber gehen. Dann müsste das aber auch wieder deutlich besser aussehen. So bin ich da erstmal einigermaßen mit zufrieden. Ist einigermaßen okay. Aber auch hier an dieser Stelle sieht man so ein paar kleinere ausgefranste Stellen oder so, wo ich ein bisschen nacharbeiten muss. Kriegen wir aber alles hin. Gestern habe ich dann auch angefangen, noch bei den Dreiecksfenstern weiterzumachen. Ich hatte einfach das Problem, dass hier oben eine Schraube abgerostet war. Die andere ließ sich auch nicht lösen. Die musste ich ausbohren. Da habe ich zum Glück hier zu Hause bei mir in der Grabbelkiste noch ein paar neue Schrauben gefunden, nachdem ich es ausgebohrt hatte. Das Gewinde konnte ich zum Glück einigermaßen erhalten. Diese Dreiecksscheiben an sich habe ich sowieso auch schon überarbeitet, weil hier auch der Metallstreifen, der war bei dem anderen Ding halt rot in der Fahrzeugfarbe mitlackiert worden und das wollte ich natürlich letzten Endes alles anders haben. Beide Dreiecksscheiben sind jetzt auch schon soweit fertig. Und jetzt werde ich mal versuchen, dass ich bei dieser Tür hier weiterkomme. Das ist die Fahrertür, dass ich die vielleicht irgendwie noch ein paar Schritte weiter montiert kriege. Aktuell bin ich weiterhin dabei, die Türen weiter vorzubereiten. In den Türen in der Falz hier vorne sitzt normalerweise das Türdichtgummi. Das war natürlich das alte Türdichtgummi, Katastrophe. Total hart, total kaputt. Was Neues eigentlich auch nicht mehr zu kriegen, wenn doch, dann nur für ein Schweinegeld. Das wird im Prinzip hier mit diesen Blechlaschen, also das war so ein Gummi, was wurde da so hintergelegt, dann wurden diese Blechlaschen runtergedrückt und die haben das Gummi dann letzten Endes festgehalten. Und dann saß da dran nochmal so eine Dichtnase, die das Ganze dann abgedichtet hat. Ich habe mir jetzt überlegt, dass das eben nicht mehr gibt. Und hier im Prinzip ein relativ hoher Steg ist, habe ich mir also zwei Materialien besorgt. Das hier ist im Prinzip so ein Basisprofil, sage ich jetzt mal, fast ungefähr ja, 0,8 bis 1 Zentimeter dick. Das habe ich da jetzt reingeklebt. Das Weiße hier ist der Schutzstreifen für das doppelseitige Klebeband. Und da drauf werde ich jetzt dieses Dichtprofil noch kleben.
Das ist ein Schlauch, ist ein Schlauch ausgebildet. Auch auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband. Und dann werde ich auf der Seite hier mal einen Schlitz reinmachen, da wo diese Blechlaschen sind, dass ich die Blechlaschen dann nach innen reinbiegen kann. Dass also der Dichtschlauch von außen das Ganze abdeckt. Ich habe das hier in dem Bogen schon mal gemacht, auf einem kurzen Stück, was man halt eben auch nicht so sehr sieht, schon mal angefangen. Hier kann man sehen, hier geht im Prinzip eine Blechlasche rein. Habe ich das Gummi ein bisschen eingeschnitten und dann konnte ich die Blechlasche reinschieben und habe die dann rumgebogen. Das Ganze klebt eben mit dem doppelseitigen Klebeband und wird dann zusätzlich noch durch diese Blechlasche gehalten. Und der Dichtschlauch an sich baut dann so weit auf, dass wenn die Tür zugeht, er also noch einen guten Zentimeter einfedern kann. Und das sollte das Ganze dann auch tatsächlich abdichten. So, die neue Türdichtung, die selbstgebastelte, ist dran. Man kann es sicherlich auf dem Video nicht besonders gut sehen, aber ich glaube, das müsste so ganz gut funktionieren. Ließ sich schön auch in den Bögen rumlegen, weil das Material halt sehr weich ist. Die Klebekraft ist auch okay. Ich denke, das müsste ganz gut klappen. Na, dann kann ich mich an die zweite Tür machen. Heute ist mal wieder Fettkochen angesagt. Das ist also das Mike Sanders Korrosionsschutzfett für die Hohlräume. Das mache ich also mit dem Spachtel immer in so einen alten Topf. Und dann habe ich hier so einen Einflammenkocher, der mit heizt sich das dann quasi auf, dass das Zeug flüssig wird. Und dann kommt das in diese Flasche rein, die wird mit Druckluft betrieben. Da ist ein längerer Schlauch dran und vorne ist halt eine Düse, wo das dann wieder austreten kann. Ich heize diese Flasche im Prinzip auch immer ein Stück weit vor, weil das Zeug also ja nur auf einem geringen Temperaturspektrum verarbeitet werden kann, sage ich mal. Wenn es zu flüssig ist, dann platzt der Schlauch, weil der Plastikschlauch zu heiß wird. Das habe ich auch schon gehabt. Da habe ich echt Schwein gehabt, dass ich das nicht ins Gesicht gekriegt habe. Wenn es dann zu kalt wird, ja, dann kommt es nicht mehr aus der Flasche raus, dann bleibt es darin pecken. Also man hat da immer nur ein sehr relativ kurzes Zeitfenster, das zu machen. Und die Türen habe ich jetzt hier oben in die Garage transportiert. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal einmal oben um den Scheibenrahmen rundherum gehen, dass da, also ich habe den Schlauch schon reingeschoben, der reicht jetzt ungefähr bis hierhin. Und dann im Prinzip unten die Falze auch alle einmal einsprühen, dass das dann vernünftig geschützt ist.